Jesus sagt, betet für eure Feinde und gegen die Verwüstungen des Atomkriegs. 6. November 2022. Worte von Jesus durch Schwester Claire. Gesprochen von Jackie. Claire begann, liebe Herzbewohner, bleibt im Gebet für die Welt, denn die Situation ist schrecklich. Als ich ins Gebet kam, fragte ich den Herrn, was liegt dir auf dem Herzen? Ein Atomkrieg ist ein Völkermord, eine sehr, sehr schreckliche Angelegenheit. Ein solcher Krieg schädigt sowohl Menschen als auch Land und Tiere. Betet gegen dieses Übel, betet gegen die ernsten Folgen und sorgt euch um nichts. Alles ist in meinen Händen. Ich enttäusche den guten Willen nicht, vielmehr schütze und nähre ich. Und ich weiß, wie sehr dein Herz beunruhigt ist, Geliebte. Vertraue mir einfach. Und hier spricht er über eine Situation, die durch einen neuen Zugang zu unserem Land entstanden ist. Und als wir ihn völlig legal nutzen konnten, haben sie ihn heute mit Stacheldraht abgesperrt. Dies ist beunruhigend. Ich möchte einfach nichts mit Groll zu tun haben. Ich versuche weiterhin, diese Leute zu segnen und um das Beste für sie zu bitten. Böse Menschen mögen eine Zeit lang triumphieren, aber die Gerechtigkeit kommt. Und hier bezieht er sich auf die Nachbarn, einige von ihnen Hexen mit Hexenzirkeln. Ich bin natürlich mehr um das Heil ihrer Seelen besorgt und deine Gebete für sie bekommen mehr Gewicht, wenn sie dich ohne Grund unterdrücken. Wenn du dieses Kreuz ohne Groll tragen kannst, wird es süße Früchte hervorbringen. Stresse dich nicht, ich habe einen Plan. Okay, Herr, deine Wege sind immer die besten. Und was die andere Sache in deinem Herzen betrifft, bete weiter, es wird sich etwas ändern. Deine Gebete haben Gewicht, vergiss das nicht, wenn du versucht bist, selbst etwas zu unternehmen. Das Gebet zuerst, denn es versetzt Berge. Wenn du versuchst, selber den Berg zu versetzen, ist das wie wenn ein kleines Kind mit einem Löffel versucht, den Berg aus dem Weg zu räumen. Dann komme ich mit Lasern und schaffe es ganz leicht. Vertraue dem Plan, Geliebte. Okay, Herr, das werde ich. Hilf mir bitte. Das werde ich. Dieser Krieg wird kommen. Aber was dies die Menschen, die Tiere und die Erde kosten wird. Die Erdachse ist bereits instabil. Und die Anwendung solcher Gewalt wird katastrophal sein. Bete dagegen, meine Braut. Ich liebe dich. Ich pflanze die Gnaden so, dass sie durch die richtige Herzenshaltung aktiviert werden. Liebe deine Feinde und habe immer Mitleid mit ihnen. Wenn du diese Hindernisse geduldig erträgst, werden gewaltige Gnaden für die Bekehrung der Seelen freigesetzt. Vertraue mir. Sie mögen die Scharmützel gewinnen, aber sie werden mit Sicherheit den Krieg verlieren. Und einige, die in ihren Fängen sind, werden befreit werden, sehr zum Leidwesen ihres Herrn. Diese Schritte, die sie gegen dich unternehmen, bewirken nur, dass jenen, die von den Hexenzirkeln befreit werden wollen, mehr Gnaden zuteil werden. Sie planen ihr eigenes Verderben. Also, lass sie dich unterdrücken und beobachte, wie Konvertierungen zu fließen beginnen. Ich nutze alle Dinge zu meinem Vorteil. Das versichere ich dir. Ich weiß, Herr, ich habe es schon so oft gesehen.
Ich sage dir das, weil ich möchte, dass du Frieden hast. Ich selbst werde das regeln. Halte dich fest und liebe. Bete unablässig für sie und Gnaden werden fließen. Bekehrungen werden kommen. Durch dein geduldiges Ausharren wird Satan besiegt. Aber noch wichtiger ist, dass du gegen die Auswirkungen dieses Krieges betest, gegen die nuklearen Auswirkungen.